Der Fabian, er wird nicht müde, neue Fahrrädernamen zu erfinden. Molinar gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger, oder? Hallo Fabian. Hi Sven. Es gibt seit gut 2 Jahren das Molinar. Das ist die Weiterentwicklung vom Palma. Und Palma ist Palma de Mallorca und das Molinar ist ein Stadtteil von Palma. Und es ist total schön. Ich habe es eben gesehen. Also es ist was ganz anderes wie diese ganz modernen Böcke hier. Es hat andere Farben. Es gibt es nicht nur in Weiß und Schwarz, sondern auch in schöneren Farben. Stimmt gar nicht. Gibt es nur in Weiß und Schwarz. Warum nur Weiß und Schwarz? Das Molinar haben wir auch in Weiß und in Schwarz, weil die Nachfrage nach weißen und insbesondere auch nach schwarzen Rädern am höchsten ist. Okay, das nur zur Erklärung. Wenn die Leute kommen und sagen, habt ihr keine roten, keine blauen, keine grünen? Nein, wir haben nur Weiß und Schwarz. Wir packen es mal aus. Dazu haben wir eine Spezialistin. Stopp, warte. Nein, Fabian. Wir haben eine Spezialistin, die hat nämlich eben schon Rad ausgepackt, hat dabei viel gelernt. Wenn du dich mal kurz vorstellst, so bist du. Ich bin Aysatu. Ich bin bei MyVelo im Social Media Marketing. Ja. Seit neuestem. Und du weißt seit heute, wie man die Kartons auspackt. Ja. Also ich hoffe, ich habe draus gelernt. So. Die kommen ordentlich verpackt, oder, Fabian? Die kommen richtig gut verpackt, ja. Auch wenn du die Kartonstärke hier mal kurz einfängst, das ist richtig guter, starker Karton. Die Räder kommen per Spedition und dann kommen die auch unbeschadet bei zu Hause an. Ja. So, denn der Trick ist, in der Mitte angreifen. Man muss trotzdem aufpassen, da sind ja Klammern drunter, die können ein bisschen Aua machen. Wenn man aber aufpasst, siehst du, ging doch jetzt wie von alleine, easy. Und da ist das Fahrrad drin und der Trick ist das Rausheben, wenn ich jetzt nicht die Stärkste bin. Was ist der Trick? Der Trick ist, ich schneide hier auf und dann rolle ich es vorne raus. Das machen wir jetzt nicht. Das ist das Einfachste. Und ansonsten kann ich es durchaus so ein bisschen auch quasi hier auf die Seite tun. Und wenn dann jemand anderes den Karton unten hält, dann habe ich es auch hier total easy draußen. Das sah jetzt unglaublich galant aus. Hast du gut gemacht. Hat ja auch ein paar Kilo, das Molinar hier, das ist klar. Es wiegt wie viel? Das hat 33. 33 Kilo. Ist ein Fatbike, so knapp über 30. Es sieht unglaublich filigran aus. Wenn wir es gleich sehen, im Vergleich zu den kantigen, kastigen, ist hier ein ganz tolles Design. Wobei es gefällt mir so eingepackt eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Hat was, oder? Hat was. Vor allem ist es halt auch wirklich sehr gut verpackt. Da kann eigentlich gar nichts passieren unterwegs. Und die kommen auch so verpackt zu euch? Die kommen so verpackt zum Immer. Endkunden. Das ist jetzt nicht immer ein Demorad? Nee, das ist so. Also ich muss tatsächlich, meine Aufgabe ist es, beim Auspacken das Verpackungsmaterial wegzuräumen. Und ansonsten kann ich die Pedale aufklappen, Sattelhöhe, Lenkhöhe einstellen und losfahren. Ich brauche irgendein Werkzeug? Man kann den Luftdruck nochmal nachprüfen, weil das ist immer sehr individuell. Ich empfehle immer zwischen 1 und 1,5, 1,8 Bar. Hier sind wir jetzt gerade so bei 1,2 Bar. Da kann je nach Gewicht des Fahrers kann es Sinn machen, dass ich da noch mal kurz, das sind Autoventile, kann ich an jeder Tankstelle anhalten und kann wunderbar einfach nachpumpen. Also ich empfehle eine Luftpumpe zu kaufen, eine Standluftpumpe, die kostet irgendwie 30 Euro. Dann kann man das, hat man immer eine zu Hause. Klar, das ist noch viel einfacher, ja. So, und jetzt braucht man einen Seitenschneider. Genau. Den holen wir jetzt mal. Da vorne ist er, das ist alles, was man braucht. Es geht auch eine Schere. Wir haben hier auch die Willkommensbox einmal kurz gesehen. Die können wir dann auch parallel einmal noch mal ganz kurz sehen. Die ist wo, die Willkommensbox? Die ist im Karton. Genau, schau mal in den Karton rein. Die Willkommensbox. Zeig mal. Das ist ja... Ah. So, da ist natürlich das Aufladekabel mit dabei. Ein kleines Werkzeug für unterwegs. Und die Bedienungsanleitung und eine kleine Fahrradmappe. Ja. Was kann die Fahrradmappe? Da ist unter anderem ganz wichtig der Fahrradpass drin. Da ist es wichtig, einfach die Rahmennummer einzutragen und natürlich einfach auch alles andere auszufüllen. Mhm. Normalerweise haben wir da dann auch noch ein paar Flyer drin, aber jetzt genau das Wichtigste ist wirklich der Fahrradpass. Also die Rahmennummer ist deswegen so wichtig, weil ihr wisst nicht, welche Rahmennummer drin ist. Ganz interessant. Und die trägt man einmal ein. Wir zeigen auch gleich mal, wo die steht, die Rahmennummer. Du bist dabei, schon mal hier alles zu entfernen. Genau. Das sind übrigens keine
unabreißbaren Klebestreifen, sondern das sind Papierklebestreifen. Richtig. Die man ohne Werkzeug auch einfach abkriegt und die so gut wie keine Kleberückstände hinterlassen. Du kennst das mit den braunen Paketbändern, die fürchterliche Klebestellen. Ihr habt das so gut abgeklebt, dass diese matten Oberflächen eben nicht Kratzer kriegen. Genau, das soll und darf unbeschädigt dann auch ankommen. Und wenn man sich dann ein bisschen Mühe gibt beim Einpacken, dann sieht es genau so aus. Und gerade jetzt bei einem Matt-Schwarz kommt es dann richtig gut zur Geltung. Das Molinar ist technisch baugleich eigentlich mit dem Ipanema? Das also ist genau richtig 1:1 das gleiche Setup, gleicher Motor, auch 80 Newtonmeter Motor, hydraulische Scheibenbremsen, die Parallelogramm-Federstütze. Der Unterschied liegt wirklich im Rahmendesign. Ist filigraner, finde ich. Es ist ein Diamantrahmen. Also, ja. Wenn man das mal so in das klassische Fahrraddesign übersetzt, ist das ein Diamantrahmen. Das Ipanema dann mit tiefen Einstieg als Tiefeinsteiger. Ist einfach auch eine Geschmacksfrage. So, das sieht gut aus. Dann machen wir den Fabian. Überall haben wir dann hier noch solche Schutzfolien dran. Wir sind bei 6 Minuten und 22. Also man braucht maximal 10 Minuten. Selbst als Ungeübter, ich muss nicht zusammenschrauben, klappt alles auf. Man braucht selbst für die Lenker, für alles kein Werkzeug. Ich glaube, das ist so ein bisschen Selbstschutz, denn wenn der Kunde nämlich kein Werkzeug braucht und alles selbsterklärend ist, dann spart ihr im Afterservice dann viel Zeit und auch die Google-Bewertungen. Ich nehme an, die sind bei 2,7 bei euch. 4,9 sind 4,9. Wie viele habt ihr? Das sind wir jetzt knapp über 100 bei Google, so in dem Bereich. Wir haben aber auch Review.io und da haben wir deutlich mehr. Und da haben wir auch einen richtig guten Score. Gut, also 4,9 ist ja gar nicht so schlecht, ist auf jeden Fall besser wie 5. Bei 5 ist unglaubwürdig, finde ich. Es muss ja immer so einen Hochschullehrer geben. 5 ist schon echt. Der schreibt. Und der Fabian hat mich beleidigt am Telefon. Er hat gesagt, ich kann kein Fahrrad fahren. Ja, interessanterweise. Wir haben jetzt halt auch neulich eine Bewertung bekommen, dass ein Rennradreifen 130 Euro hätte gekostet bei uns. Also kompletter Quatsch. Also man muss da auch mit einpreisen. Man hat den einen oder anderen, der einfach sich, was auch immer, dabei denkt. Den schlechten Tag. Einen Streich spielen möchte, wenn er jung ist oder so. Oder einer, wo einem. Aber ich finde das gut mit den Bewertungen. Also Leute, die dürfen auch mal was schreiben. Ob die immer echt sind, sagen wir dahingestellt. Aber die Menge macht es dann wieder wett. Also dass du einen oder anderen mal dabei hast, der nichts anderes zu tun hat, als Bewertungen zu schreiben. Der Schnitt macht es, über die Menge macht es der Schnitt auf jeden Fall authentisch und seriös. Und das immer ganz gut aufgestellt. Und jetzt bist du aber gar kein ein netter Chef gewesen, dass hier die Kollegin alles jetzt hier abreisen musste. Du hast mich abgelenkt. Ich habe dich abgelenkt. Unterstützen kurz. So, man sieht sehr schön diese Reflexstreifen an den Reifen. Wenn nämlich jetzt die Sonne drauf scheint, dann gehen die voll ab. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da sind so reflektierende Streifen drauf. Das ist auch der Grund, warum der eigentlich auch gefahren werden dürfte ohne die Reflektoren, oder? Theoretisch. Ja, genau. Richtig. Absolut, also die richtig. Könnte man abschrauben. Ich würde sie dran lassen. Ja. Jawohl, perfekt, danke schön. Denn das hilft doch immer viel. So, und das Einzige, was wir jetzt hier tatsächlich dann auch montieren, aber das ist jeder, wo schon mal einen IKEA-Schrank hat aufgebaut, der ist da, der hat Größeres geleistet. Wir gehen hin, machen diese Schraube einmal raus. Mhm. Die ist aber tief drin. Die ist auf jeden Fall gut drin. So. Die haben wir jetzt aber draußen. Dann okay. Ziehen wir das nach unten weg. Ja. Das hier nehmen wir auch mal oben weg. Und dann machen wir hier diesen auf. Riegel einmal also. Hier raus. Ja. Setzen den Lenker ein und machen den Riegel wieder oben rein. Drüber. So, alles mit einer Hand. Ich halte es mal fest. Alles hier, mit einer Hand. So, das geht schön. Aber. Dann kommt die Schraube wieder von unten rein. Du hältst das so. Die wieder von unten rein, ja. Dann das goldene Blättchen wieder drüber. Mhm. Und dann muss ich es nur noch anziehen. So. So, jetzt würde mein Sohn sagen, jetzt bin ich raus.
Nee. Jetzt für die, noch so schnell geht's nicht. Nee, nee. Schau mal. Nee, das ist ja einfach. So, und das ist ein Schnellspanner. Da ist wahrscheinlich die Vorspannung durch die Umdrehung. Genau. Die Vorspannung wird jetzt hier aufgebaut und dann kann ich so unterwegs mal schauen, wo stehe ich jetzt gerade? Ist schon zu hart oder passt gerade? Das war jetzt gerade gut passend. Und jetzt ist gut fest. Das war's. Wir können fertig. Den Winkel müssen wir noch einstellen dann. So. Dann gehen wir hierher. Also was cool ist, du kannst alles. Es sollte immer so leicht, ja, mit leichtem Winkel vorne runter. Du kannst alles einstellen ohne Werkzeug. Ja, genau. Das ist mega. Die Lenkerhöhe stellen wir dann entsprechend noch ein. So, auch stopp, hier. Warte mal, ich muss das mal filmen. Da vorne ist noch ein Schnellspanner. Genau. Achso, ja, hier. Da ist noch ein Schnellspanner. Auch hier kann ich dann über diese Rändelschraube die Federvorspannung quasi erhöhen. Also die Vorspannung, jetzt habe ich sie zu stark. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen leichter. Und dann kann ich hier einfach zu. Und dann gibt es noch eine dritte, die ist da unten. Damit löst man das Ganze. Und klappt dann eben. Klappt das dann später, genau, beim Zusammenklappen. Ist nämlich ein Klapprad. Ihr seid die Spezialisten für Klappräder. Und der Bereich, natürlich Wohnmobile, ist sehr stark bei euch. Hast du das Gefühl, das kommt? Ja, ja, da haben wir einen guten Platz im Markt, sage ich jetzt mal. Da sind wir auch bekannt. Das machen wir schon seit 6 Jahren. Wir sind auch für die gute Qualität der Räder bekannt. Und schon. Fahren denn die meisten noch von euren Rädern? Ja. Weil ihr habt ja jetzt nach 6 Jahren auch eine kleine Übersicht über die toten Batterien. Sind das viele? Nee. Nach 6 Jahren nicht? Batterien? Nee, gar nicht. Motoren auch nicht. Also das ist sehr, sehr zuverlässig. Also selbst die vor 6 Jahren? Ja, absolut. So, ihr habt den Original Barfang drin, 48 Volt. Den haben wir damals schon eingebaut, ja, und deshalb haben wir da auch keine Probleme damit. So, ihr habt die Barfang-Felgen-Motor-Kombination gewählt. Die könnte man ja auch mit Speichen nehmen, aber so in dem Zusammenhang sehen die sehr schick aus. Das sind die Original-Barfang-Felgen. Genau, richtig. Das sind da in dem Bereich mit Sicherheit die hochwertigsten. Aber sie machen technisch was her und optisch auch. Dadurch, dass es keinen Motor gibt in der Mitte, wirkt das Ganze sehr filigran. Und wir haben einen Umdrehungssensor, also einen Pedal-Umdrehungssensor. Da gehen wir mal kurz drauf ein. Das hat den Vorteil, ich muss keine Energie reingeben. Also wenn ich gar nicht feste treten will, geht das auch. Dann geht das auch. Und zwar haben wir hier einen Sensor, einen Signalsensor, der erkennt, die Kurbel bewegt sich. Und der Motor unterstützt basierend auf dem Level, wo ich eingestellt habe, schwach oder sehr stark. Ich zeig dir mal von der anderen Seite, da sieht man ihn. Da ist das Kabel dran und da wird jetzt nicht gemessen, wie stark trete ich, sondern nur, ob ich überhaupt trete. Und das hat einen riesen Vorteil. Warte, ich gehe mal näher ran. Mal kurz ran. Das hat einen riesen Vorteil. Wenn ich müde bin, kann ich einen ganz kleinen Gang einlegen, eine große Motorunterstützung und dann mache ich nur eine Umdrehung. Ich muss gar nicht fest reintreten, dann fährt das Ding von ganz allein. Absolut. Wir können es einmal ganz kurz zeigen. Das ist zugelassen. Das ist zugelassen, genau. Das sind in dem Sinne, wenn Pedale dran sind, ist es ein Pedelec. Und wenn ich dann 250 Watt maximal Power vom Motor habe und das Ganze verkehrssicher ist, das heißt Reflektoren dran sind, dann habe ich hier ein Pedelec und habe keine Helmpflicht. Das läuft dann als Fahrrad und darf ganz normal benutzt werden. So, das heißt, sie fährt los. Oh ja, da war übrigens auch ein Gasgriff dran. Auch das ist zugelassen. Auch das ist zugelassen, weil der beschleunigt und bewegt bis 6 km/h. So, Kollegin ist wieder am Smilen. Guck mal gerade. Wie cool. Also Freude am Fahren hat ja BMW, aber das kann man euch auch unterschreiben fast. Ne? Kann man bei uns direkt unterschreiben und ihr seht, wirklich auspacken, Verpackungsmaterial weg und losfahren. Sehr schön. Durch die dicken Reifen sind auch irgendwelche Bordsteinkanten und so weiter. Es fährt sich sehr sicher. Absolut. Das schluckt wirklich extrem viel. Schienen. Schienen zum Beispiel, auch vor allem in Fahrtrichtung verlaufende Schienen. Gestern war eine Kundin da, deren Sohn hatte schon einen Palmer und sie ist im Urlaub gestürzt mit einem normalen Rad. Sie hat noch eins mit schmalen Reifen gehabt und er ist die gleiche Linie gefahren. Er bleibt sitzen, sie stürzt und sie kommt und sagt, ich will genau dieses Rad mit breiten Reifen, aus genau dem Grund. So, und dann der Fahrkomfort, die Federn schön. Das ist also ein Riesenvorteil. Ihr habt aber noch einen oben drauf gesetzt. Ihr habt gesagt, nicht nur die Reifen federn enorm, die federn fast wie eine Luftfedergabel. Es ist ja Luft, die federt. Sondern ihr habt eine Parallelogramm-Sattelstütze reingemacht, die ist natürlich besonders rückenschonend.
die ist komplett, also gerade jetzt auf Kopfsteinpflaster, nimmt die durch die zwei Wippachsen extrem viel auch kleine Schläge raus. Also selbst ein Fully ist dafür nicht gemacht. Ein Fully ist dafür gemacht, dass es Sprünge ab kann. Also richtig hohe Sprünge und dann richtig krasse Bewegungen, Eintauchungen. Und diese Federung ist für das Kleine hier. Für Komfort. Genau, ja, genau diese Oberfläche. Also das ist ganz gut. Kann ich entsprechend auch meinem Gewicht anpassen, einstellen. Nach links und nach rechts wird es weicher und härter. Und dann kann ich da innerhalb von Sekunden genau das einstellen, was ich möchte. So, die Batteriereichweite, was denkst du? Zwischen 40 und 140 Kilometer. Also je nachdem, wie stark ich die Stufen einstelle. Ja. Fahrergewicht, natürlich aus Gewicht, Topografie, Fahrgewicht und Stufe. So, wie schwer darf ich sein bei dem Fahrrad? Bis 130 Kilo. 130 Kilo, ja, 130. Ich selber oder das Gesamtgewicht? Also die Zuladung. Die Zuladung? Ja, die Zuladung. Also wenn ich irgendwas 100 Mann plus großer Rucksack von 30 Kilo. Bei 131 hast du gesagt, bricht sofort zusammen. Nee, die werden getestet, da gibt es Prüfstände. Da gibt es natürlich auch nochmal eine Sicherheitsmarge. Toleranz, ja. Geht ja auch darum, das ist ja auch eine entsprechende Last, die noch zusätzlich Beschleunigung erfährt. Wenn zum Beispiel eine Bodenwelle kommt, dann wird aus 130 Kilo auch mal 230 Kilo. Absolut. Aber das von dir angesprochene spielt dem auch in die Karten, und zwar die Federung. Zum einen über den Reifen. Achso, die nimmt es auf. Die nimmt wirklich die axiale Belastung, wo dann im Rahmen ankommt, natürlich schon mal extrem auf. Federgabel vorne, dann hier das eigene Körpergewicht, wo über die Sattelstütze schon noch mal vorgefedert wird. Da kommt natürlich deutlich weniger an Druck an. Die Eigenverantwortung ist natürlich wichtig. Den Luftdruck muss man prüfen. Also man darf nicht mit zu wenig oder zu viel Luftdruck fahren. Zu viel wird es halt bretthart. Zu wenig könnte auch gefährlich werden. Unter einem Bar ist nicht gut, oder? Ja, offiziell sind die angegeben mit 0,8. Ich sage immer, zwischen 1 und 1,8 Bar sind die perfekt. Zu wenig tut dem Reifen nicht gut und das Handling insgesamt schwimmt dann und auch die Lenkung würde sich nachteilig dann verhalten. Es fängt dann so ein bisschen an, gefühlt zu kippeln. Also ein Bar ist so der Goldstandard, 1 bis 1,5. So, hier haben wir das MyVelo Molinar. Und jetzt gucke ich mal gerade, wo ist der große Bruder, der schwere? Der steht hier vorne, Ipanema. So, und das ist Ipanema. Das ist ja ein Tiefeinsteiger. Das heißt, hier habe ich einen tieferen Rahmen, genau das gleiche Fahrrad, aber als Tiefeinsteiger. Das lieben viele, aber viele lieben aber auch diese schöne Optik hier mit dem Oberrohr, dem Diamantrahmen. Das sieht, oder? Total gelungen. Sieht einfach auch maskulin aus, ein bisschen bullig und hat einfach Charakter. Genau, wenn du mal so lieb bist für das Startfoto, dich mal gerade draufstellst, du kommst ja aus dem Marketing, vielleicht kannst du das Stammbild ja verwenden später bei euch. Genau, einfach mal draufsteigst, sei mal so lieb, also dass man da mal guckt. Man kann es leicht ja anschrägen auch, dann geht es noch einfacher. Genau, so, leicht zur Seite kippen, dran aufsteigen. Wenn du jetzt mal freundlich anschaust, sei mal so lieb. Genau, sehr schön. So könnte man das nehmen. Ja, du machst Social Media. Das Ganze aus Münster kommst du, der Fahrradstadt. Was hat dich denn bewogen, nach Baden-Württemberg zu ziehen? Ja, die Liebe. Also ich hatte eigentlich keine andere Wahl, als einfach mitzukommen. Nein, also ich wollte gerne mit, natürlich. Und ich persönlich wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen, nach Süddeutschland zu ziehen. Aber also Münster ist ja viel schöner. Naja, es geht. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Also okay. Ich finde es auch schön in Süddeutschland, ehrlich gesagt. Du bist jemals gestürzt vom Fahrrad? Ja, auf jeden Fall. Also nicht allzu schlimm, Gott sei Dank, aber auf jeden Fall schon, ja. Sehr schön. Also deswegen kenne ich das. Also viele Leute wollen kein Fahrrad fahren, weil die mal schlechte Erfahrungen hatten in der Jugend. Oft waren es die Jugendräder, die scheiße waren. Einfach zu schwer, zu groß, geerbt irgendwie von der Cousine und so weiter. Haben sie nicht funktioniert. Man sollte das richtige Fahrrad für die richtige Körpergröße nehmen. Jetzt hast du ja einen Versandhandel. Es passt jetzt gar nicht, das Fahrrad. Kann man das zurückschicken? Grundsätzlich immer, klar. Immer. Man hat ganz normal diese 14 Tage Fernabsatzgesetz, das Rückgaberecht, und das greift da auch. Mhm. Und wir bieten das auch an, selbstbewusst an sogar. Und kann ich denn zu euch kommen nach Oberkirch und kann sagen, hier? Absolut, jederzeit gerne. Wir sind sogar 6 Tage die Woche geöffnet, durchgehend sogar, auch. Wenn ich gerade jetzt von weiter weg herkomme, dann muss ich auf keine Mittagspause Acht geben. Ich komme einfach her im Store, fahre die Teile Probe, kann sie dann im Idealfall gleich mitnehmen.
So, also schaut euch bitte das Video an vom Ipanema, da haben wir viel mehr erklärt, andere Sachen erklärt. Es ist das gleiche Fahrrad, sind wir auf ganz andere Sachen eingegangen, also es lohnt sich beide zu gucken. Also ich bin jetzt unentschlossen, der Tiefanschlag gefällt mir gut, das hier ist von der Optik viel schöner. Ich würde wahrscheinlich das hier nehmen, das Molinar. Trotzdem muss man wissen, ein schweres Bike, damit erkauft man sich nicht immer mehr Freiheit, sondern es sind die leichten Räder, die ich dann öfter mal mitnehmen kann im Bus und Bahn. Das hier ist eher so ein stationäres Rad, was ich auch falten kann, so kann man sagen. Oder? Ideal für Städtetrips. Ja. So, entweder fürs Wohnmobil hinten rein, da haben wir vorhin beim Ipanema gesehen, wie wunderbar einfach das auch sein kann, ohne eigene Kraft so eine Stufe zu überbrücken. Also auch in den Kofferraum kann man das wunderbar einräumen und dann mache ich das ein paar Mal im Jahr, mache meine Urlaube damit und dann ist das eigentlich das ideale Rad dafür. Ja, sagt Fabian von MyVelo und... Was denn? Dein Name. Aysatu. Ich habe den nämlich vergessen. Aysatu. Das ist gut. Das ist, ja, demnächst, übrigens seht ihr, Aysatu seht ihr in allen... Wie nennst du das? Ask? Video Ask. Video Ask Filmen, das sind so Anleitungen, wo einsteht, wie ich eine Bremse zum Beispiel repariere oder jetzt einen gebrochenen Rahmen schweiße, das ist da alles drin. Ja, so tief ins Detail geht es jetzt noch nicht, vielleicht kommt das alles noch, aber ja, jetzt sind erstmal nur die Bedienungsanleitungen da. Das war Spaß. Kann doch kommen. Ja, vielen, vielen Dank, hier ist German Television, abonniert den Kanal und freut euch auf neue Videos, guckt die neuesten Videos von MyVelo. Tschüss.